Herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Fahrgeschäft Fitbikes mit dem Praktikanten Herrn Schrecker und dem meiner einer und vom Fahrgeschäft Fitbikes. Und wir stellen euch heute die Modellkollektion 2021 von der Marke Simplon vor. Das heißt, dieses Video ist für all diejenigen super gut geeignet, die momentan noch damit schon mit dem Gedanken spielen, sich ein Fahrrad zu kaufen, aber die sagen, ja, ich warte noch ein bisschen, bis die ganzen neuen Innovationen für 2021 so rauskommen. Und die werden jetzt in diesem Video, ich nehme es direkt vorneweg, ein bisschen enttäuscht sein, denn es gibt nur minimale Innovationen. Wir halten uns natürlich bis zum Ende des Videos auf. Das heißt, ihr müsst natürlich das ganze Video schauen. Natürlich. Aber wir haben ja schon mal ein Bosch-Update-Video gemacht. Ja, und was war da? 85 Newtonmeter beim CX-Motor. Kiox-Update gab es sozusagen. Und das war es an Bosch-Innovationen. Und von daher wird der ein oder andere, der sich ein E-Bike aussuchen möchte, der weiß jetzt schon, dass es Bosch-mäßig nicht viel geben wird. Ist aber auch wiederum gut, weil Simplon verbaut sehr viel Bosch. Das heißt, ihr könnt da von diesen Updates natürlich direkt ab Start schon profitieren. Das heißt 85 Newtonmeter beim CX, das heißt Navigation bei Kiox. Also von dem her, das habt ihr dann auch alles. Genau. Heißt aber auch wieder, für all diejenigen, die jetzt sich ein Fahrrad kaufen wollten und warten wollten in der Form, die sollten jetzt schon sich ein Fahrrad kaufen. Ja, das hört sich aus dem Munde eines Fahrradhändlers immer ein bisschen komisch an, aber ich habe es ja letztes Jahr schon in ganz, ganz vielen Videos erwähnt, die so im Nebensaison rauskamen. Kümmert euch jetzt um das Fahrrad, denn die Lieferzeiten, die werden katastrophal werden im Jahr 2020. Dass sie so katastrophal geworden sind, das konnte ja keiner ahnen, ne? Da war ja irgendwas. Aber das wird sich in 2021 und ich bin mir sicher auch in 2022 und 2023 nicht ändern, denn die Fahrradhersteller haben eine saugute Ausrede, ja. Das ist ja, wie oft wir das gehört haben, aufgrund von Corona, bla bla bla, ging das nicht. Ja. Und das wird die nächsten Jahre sich weiterziehen. Ja. Also von daher, wer ein Fahrrad fahren möchte im Jahr 2021, ein E-Bike oder nicht E-Bike, dringender Tipp, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht auch jetzt schon das Rad zu bestellen. Nicht vielleicht, sondern jetzt schon das Rad zu bestellen. Wir haben auch jetzt schon die ersten Bestellungen für 2021 und genau das ist das Problem. Wenn ihr jetzt nämlich wartet, dann seid ihr in der Reihe weiter hinten, weil jetzt viele schon Fahrräder bestellen. So, wir fangen jetzt oben links an bei dem Flyer. Also es gibt einen Flyer von Simplon mit den Modellen 2021. Und diesen Flyer schauen wir uns jetzt an. Ja, und da sehen wir als erstes oben links das Chinoa-Modell, das wahrscheinlich meistverkaufteste Rad von Simplon letztes Jahr. Das gab es ja als Herrenvariante und Uni, also Teamership-Variante. Wir haben auch schon die Damenvariante vorgestellt. Wir haben auch viele E-Mails bekommen, dass wir eine Damenvariante vorgestellt haben, die aber auf der Homepage von Simplon nicht zu finden ist. Das war auch völlig richtig, dass ihr sie nicht gefunden habt. Es war nicht so gut, dass wir es vorgestellt haben. Wobei, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie vorgestellt haben, wussten wir nicht, dass es das nicht gibt. Ja, aber jetzt ist es wieder erschienen, sozusagen. Wieder Phönix aus der Asche. Ja, es ist wieder erschienen. Und jetzt gibt es dieses Jahr diese Modellpalette mit Damenvariante. Ist auch fest zugesagt. Ja, und auch jetzt schon bestellbar und lieferbar ab Oktober. Also, wer jetzt gewartet hat auf die Damenvariante, der könnte sich jetzt schon mit dem Thema beschäftigen, denn die gibt es und ich finde die ziemlich schön. Es ist ein super schönes Rad, das heißt, es ist eigentlich wirklich ein sportliches Damenrad. Für alle, die gesagt haben, das Uni ist ihnen dann doch ein bisschen zu tief und ein bisschen zu kompakt. Beim Damenrad ist es dann ein bisschen sportlicher. Ich schätze mal, von der Geometrie her wird es ein bisschen länger sein als eben, wie gesagt, das Uni. Ähnelt eher dann dem Herrenmodell und ich glaube, dass das wirklich einer der Verkaufsschlager für 2021 wird. Genau, ansonsten. Also da heißt es wirklich schnell sein. Ansonsten gucken wir mal nach Änderungen. Wir haben eigentlich sonst keine Änderungen, nein. Farben gleich. Genau. Ausstattung, also Bosch Performance Line X Motor, ja. 625 Wattstunden Akku, optional mit 500 Wattstunden Akku über den Gepäckträger erweiterbar. Mhm. Riemenantrieb, Kettenschaltung. Genau, Nabenschaltung gibt es. Ja. Nabenschaltung gibt es, Federgabel, Nicht-Federgabel. Ja. Also es bleibt komplett gleich. Und ihr profitiert hier schon von 85 Newtonmeter. Also das heißt, ihr werdet zwar an keinen Berg der Welt kommen, wo ihr das brauchen werdet, aber ihr habt dann schon 85 Newtonmeter. Dann gibt es das Cargo Bosch CX 275 Herren, ja, da 250 Damen und Uni 275. Ja, da kommen wir eigentlich schon zur ersten großen Neuerung bei Simplon. Weg von 26 Zoll hin zu 27,5 Zoll. Und alle, die mich immer geschimpft haben bei meiner MTB-Beratung,
sehen es hier auch wieder weg von 26 Zoll hin zu 27,5. Es ist einfach der neue Standard. Es wird so langsam, die 26 Zoll werden weniger. Sie werden vielleicht noch in kleinen Rahmengrößen noch bleiben oder bei Kinderrädern, aber du wirst irgendwann die große Auswahl an Reifen zum Beispiel oder sowas oder an Felgen wirst du dann irgendwann verlieren. Genau. Ansonsten auch hier alles gleich, gleiche Farben, gleiche Ausstattung, Performance Line CX Motor mit 225 Watt schon Akku. Bis 625, nicht 200. Bis aber auf das Uni. Ja. Das hat Active Line Plus Motor oder genau. Performance Line 6 Motor. Da haben wir auch wieder die Neuerung. Es fliegt das normale Cargo Bosch raus. Es bleibt das Cargo Bosch CX und das Cargo Bosch Uni. Das heißt, es ist für euch auch einfacher zu entscheiden, okay, in welche Richtung will ich gehen? Will ich lieber ein bisschen tourenorientierter, sportlicher? Dann müsst ihr auf das Bosch CX gehen. Wenn ihr es eher im Bereich wirklich für die Stadt oder City oder halt gemächliche Touren, dann könnt ihr auf das Cargo Bosch Uni. Und da könnt ihr dann wiederum auch nochmal einen anderen Motor nehmen. Also da seid ihr dann Active Line, Active Line Plus. Genau, und hier kommt auch noch eine Neuerung, die aber für all diejenigen interessant ist, die sich das Rad kaufen wollten ohne Motor. Das gibt es nicht mehr. Ja, also 26 Zoll Cargo ohne Motor fliegt aus dem Sortiment. Das war einer der Alleinstellungsmerkmale von Simplon, weil die wenigsten Hersteller hatten ein 26 Zoll Balloon-Bike-Modell. Ja. Und das fliegt hier aus dem Sortiment raus. Und das zeigt mir, wie groß wahrscheinlich der Run eher auf die Motormodelle ist, im Gegensatz zu den Nicht-Motor-Modellen. Ja? Und wer jetzt noch einen Cargo haben möchte ohne Motor, sollte jetzt zum Händler gehen. Wir sind übrigens für dieses Video nicht bezahlt worden, also in der Form, ja. Weil es gibt noch ein paar ohne Motoren. Und vor allem, Markus, ist sehr traurig drüber, weil du fährst es natürlich selber, gell? Ja, ist ein gutes Rad. Und das ist eins der wenigen Räder, was wir nicht von ihm verkauft haben und was du auch immer noch hast. Was ich immer noch habe, ja. Das stimmt. Und haben wir gesagt, schon 160 Kilo? Das ist ja ein Effekt, das Besondere an diesem Rad, genau. Dass es mit 160 Kilo Gesamtgewicht gefahren werden kann. Es gibt wenig Alternativen auf dem Markt, die das können. Wer also viel transportiert, viel Gepäck dabei hat, der ist bei dem Rad sehr gut aufgehoben. Ja, definitiv. Da gibt es das Ganze Widerwarten noch mit Neon-Drives-Motor. Jemand, der aus dem Flachland ist, aus dem hohen Norden, da geht dieses Modell scheinbar sehr gut. Mhm. Unsere Empfehlung ist Mittelmotor. Dann springen wir wieder zurück. Es gibt noch mehr Räder aus der Genoa-Family. Und zwar gibt es hier Widerwarten ein Rad ohne integrierten Akku. Mhm. Ja, ne? Ist halt um einiges leichter. Ja. Also die Frage war immer, warum sollte man das nur Uni noch machen? Wir haben ja dieses Video gedreht, wo wir das Rad durch ganz Deutschland geschickt haben. Ja. Und wir haben viel dieses Rad noch bestellen. Obwohl ganz, ganz viele sagen, sie wollen ein Rad haben mit integrierten Akku. Gibt es auch ganz, ganz gar nicht ohne so wenig, die das Rad noch mit einem externen Akku bestellen. Ja. Ich habe auch viele, viele Anfragen gehabt bei Facebook zum Beispiel oder sowas. Die Leute haben auch gesagt, du, ich suche ein Rad, was ich hinten aufs Wohnmobil heben kann. Und da ist man halt mit so einem sogar noch besser beraten, weil du halt einfach noch mal ein bisschen leichter bist. Du kannst das echt Akku rausnehmen, dann bist du dabei 16, 17 Kilo, wenn du es übertreibst. Und das hebst du halt locker hoch. Das haben manche normalen Trekkingräder haben das sogar. Ja. Also wer ein E-Bike sucht, knapp unter 20 Kilogramm, voll ausgestattet, mit tiefem Einstieg, leicht, also ist ja leicht unter 20 Kilogramm, der ist hier echt gut aufgekommen. Ich bin super froh, dass sie das Rad noch weiter gemacht haben. Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier Performance Line und Active Line. Genau. Wir können wieder einen zweiten Akku auf den Gepäckträger, falls jemand brauchen. Und ansonsten, wie gehabt, alles. Gleiche Farben, alles gleich. Dann haben wir noch ein Spotlight Bosch CX. Spotlight Bosch CX, sozusagen das Pendant zum Genoa. Fast kein Unterschied sichtbar. Also das Rad schaut echt fast identisch aus. Mit dem Unterschied, dass es aus Alu ist und nicht aus Carbon. Genau. Und das ist schon ein Unterschied, weil das fährt man, das merkt man. Mhm. Und für all diejenigen, die kein Carbon haben wollen, gibt es die Alu-Variante und die schaut auch komplett gleich aus. Ja, also ja, weiß und, blau, und weiß, ja. Blau von der Farbe her, Tiefeinstieg, auch in allen Varianten konfigurierbar, bleibt also gleich. Ja. Dann kommen wir zu spannenden Rennrädern. Spannende Rennräder deshalb, weil sie mit Motor sind. Die sieht man hier auf dem Bild eigentlich auch nicht. Nee, das sieht gar nicht. Das ist das echt, spannend. Echt gut. Das heißt, wir sehen hier gar nichts, aber wir sind immer, wenn P-Max-Zusatz dabei ist, heißt es natürlich mit Motor. Und da haben wir das Chiaro P-Max, das haben wir euch ja schon vorgestellt. Bleibt sogar auch gleich. Dieses Rot haben wir euch im Video gezeigt, Weiß gibt es auch noch. Ja, es ist eigentlich komplett gleich. Bis auf den Unterschied, dass es jetzt scheinbar zwei Zusatzakkus gibt. Ja, also bis zu
je 210, 210 mal 2 sind 420, plus 250 bist du dann bei irgendwie 670. Das ist Wahnsinn, da kommst du einmal durch Deutschland mit dem Ding. Ja, musst du aufladen. Ne? Ich bin mal gespannt, wie sie es gemacht haben, wahrscheinlich über ein zusätzliches Kabel oder die schalten die Akkus irgendwie in Serie oder so. Rein theoretisch hätte man auch dann vielleicht einen anderen Hersteller nehmen können, aber das, man, in der Tat, wenn du die Videos, wenn du das Bild so siehst, dann siehst du nicht, dass es ein E-Bike ist. Diese Grazie, dieses Rad, das bleibt sozusagen erhalten, das ist schon sehr cool. Und wenn ich dann möchte, kann ich mir auch Energie dazu machen. Also ich bin komplett optional, wie ich es halt haben möchte. Finde ich cool. Und schön auch die Größeneinteilung. Wir sind hier bei 46 im Einstieg, also extrem kleines Rad eigentlich für ein Rennrad. Und ein 61er als großes Rennrad. Also da haben wir eine sehr große Range, wo wir sehr gut mit handhaben können, auch verschiedene Leute auf das Rad zu bringen. Ja. Wer jetzt darüber nachdenkt oder sagt, E-Bike, Rennrad, passt nicht zusammen oder so. Wir haben schon mehrere Videos dazu gemacht. Schaut in die Videobeschreibung rein. Der Basti verlinkt es euch gerne. Schaut es euch einfach an. Ja, schauen wir mal, was noch rechts da drüben ist. Hier kommen wir zum Minissu P-Max. Auch genau. Da haben wir schon mal ein Video dazu gemacht. Und im Endeffekt ändert sich hier auch nicht wahnsinnig viel, bis darauf, dass wir jetzt halt auch diese zwei Zusatzakkus hinzumachen können. Ich jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen kann, ob das vorher auch schon mit Gepäckträger und Schussbecher und so gab es schon. Ja, also aus meiner Sicht das ideale Pendlerfahrrad, wenn jetzt ein Rad so was sportlich ist, wo man verpennt, morgens in die Arbeit fahren will, aber dann sportlich nach Hause fahren will, ein super gutes Rad dafür. Das schaut schön aus, es fährt sich schön. Ja. Ja, mir gefällt das Rad unheimlich gut. Also es kommt auch sehr gut an bei euch. Wir haben sehr viele Bestellungen dafür schon gehabt, auch wenn das Rad sehr spät dann lieferbar war. Aber jetzt glaube ich schon komplett ausverkauft ist. Ja. Und hier sehen wir es auch wieder, Größe 45, Einstieg, also nochmal einen Zentimeter kleiner als beim Chiaro. Ist einfach, weil der Rahmen natürlich ein bisschen flacher ist, Gravel-Geometrie und ein 62er als großen Rahmen, das ist schon wirklich groß. Also wir haben hier einen 57er und das ist schon riesig. Also Überstandshöhe wollte nicht mehr. Fahren. Dann kommen wir zum Überraschungsrad 2020. Ein sehr gut verkauftes Fahrrad, trotz nicht niedrigen Preis. Ja. Das Rapcon P-Max. Und hier ändert sich aus meiner Sicht gar nichts. Gar nichts. Farben ist gleich geblieben, Ausstattung ist gleich geblieben. Natürlich die neuere Fox müsste da drin sein, oder? Die 38 ist spannend. Also das, wie die Ausstattung im Endeffekt dann, es wird immer die neuesten Teile rangebaut, aber ich glaube, die wird sich jetzt nicht so viel ändern. Also die, but we can have a look, ja, genau. Before we say something wrong. Ja. Markus, schaut mal dabei. Ich kläre euch da nochmal kurz auf, was es für einen Sinn macht, diese verschiedenen Laufradoptionen zu haben. Weil wir haben ja manchmal die Möglichkeit, auch ein 27,5 Zoll Laufrad hinten zu fahren und vorne 29 Zoll. Das ist einfach eine Verbindung aus zweierlei Welten. Mit dem 27,5 Zoll könnt ihr halt sehr wendig fahren und mit dem 29 Zoll rollt ihr besser über irgendwelche Wurzeln, über tiefe Stellen, über Löcher oder Steine drüber. Und die beiden zusammen geben halt einfach ein Rad, wo ihr vorne easy drüber kommt über alles und dann aber bei einer Kurve dann nicht so einen riesen Radius fahren müsst, sondern ihr seid sehr wendig. Also für alle, die ins Gelände fahren, für die ist diese unterschiedliche Geschichte super. Das heißt, dass ihr da wirklich auch schön wendig bleibt, aber trotzdem die Abrolleigenschaften habt. Und für alle, die es eher tourenorientiert einsetzen wollen, also lange All-Mountain, leichte Enduro-Trails fahren, da habt ihr dann die Möglichkeit, komplett auf 29 Zoll zu gehen und mit einem 150er Farbe dann auch alles wegzubügeln. You're wrong. I'm wrong? 170 gibt es mit RockShox ZEP oder 38 Float 29 Factory Boost. Ja, genau. Das ist also quasi die Möglichkeit, wie ihr fahrt. Ihr habt hier schon die 85 Newtonmeter beim Bosch-Motor drinnen. Wenn ihr einen Kiox nehmt, habt ihr sogar ein Navi mit dabei. Was will man mehr bei dem Rad? Das Einzige ist in die Lieferzeiten und dazu kommst du jetzt. Genau, also wir hatten letztes Jahr, also jetzt, oft die Thematik, dass jemand das Rad haben wollte und dann hat es zwar 2-3 Monate Lieferzeit gehabt. Ja. Das ist super schade, weil wir haben es ganz, ganz oft erwähnt, dass die Lieferzeiten lang werden. Von daher mein dringendes Appell an euch, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, kümmert euch jetzt um das Rad, bestellt das auch jetzt schon. Wir haben schon ganz viele Bestellungen dafür. Ja, es hört sich komisch an, aber wir haben jetzt schon Bestellungen dafür und die werden im September oder so, Oktober, werden die dann ausgeliefert werden. Aber wenn ihr jetzt wartet bis Januar, Februar, März und erst dann bestellt, dann kann es gut sein, dass entweder vielleicht schon ausverkauft ist, ja, so groß wie der Run gerade ist, oder erst dann halt sehr spät lieferbar ist. Und von daher solltet ihr euch mit diesem Rad jetzt schon auseinandersetzen. Wir haben alle diese Vorführmodelle da. Ja, das Rad ändert sich nicht, das heißt, man kann es fahren, ausprobieren, testen. Und ihr habt ja auch kein Risiko mehr, das Fahrrad bei uns bestellt. Denn wenn es dann kommt und es nicht passt, dann kann man es immer noch wieder zurückgeben, ja, vor 4 Wochen.
Von daher gibt es keinen Risk. Aber wenn ihr fahren wollt, wenn ihr nächstes Jahr dieses Rad in der Saison, früher Saison schon haben wollt, dann sollte man sich damit auseinandersetzen. Es kann gut sein, dass dieses Rad Anfang nächsten Jahres ausverkauft ist. Weil auch jetzt, wenn man sich mit dem Inizio das anschaut mit dem Chiaro Pimax, Räder, die sehr spät lieferbar waren, die waren irgendwie einen Monat oder so dann lieferbar und waren sie ausverkauft. Ja, das hört sich total alle an, aber die waren dann ausverkauft. Von daher schaut jetzt. Dann kommen wir zum Zengo Pimax, eine zweite Überraschung für das Jahr 2020. Auch ein Rad, was sehr gut verkauft worden ist, sehr gut nachgefragt worden ist. Sozusagen diese SUV unter den Touren-Mountainbikes, Vollausstattung auch mit Schutzbrett, Gepäckträger möglich, mit Lichtanlage, mit Nabenschaltung. Wir haben die Kombination voll ausgestattetes Mountainbike mit Nabenschaltung sehr häufig verkauft. Ja, mit der Roloff. Ja, das ist echt cool. Ja. Auch hier aktuell ausverkauft. Auch hier gilt, jetzt damit beschäftigen und für nächstes Jahr dann machen. Keine Änderung. Springen wir nach links. Dann jetzt verlassen wir die. Ein bisschen spannender für mich. Verlassen wir die E-Bikes. Und kommen zum Pride. Roadbike Party. Das Pride, ne, fangen wir erst mal an. Ne, so oben ist Chiaro Pimax. Genau, Pride, keine Änderung? Absolut keine Änderung. Immer noch schwarz, schwarz oder rot-schwarz. Und einfach auch ein super gehendes Rad bei Simplon. Auch hier wieder die Größen 46 bis 61. Also für jeden was dabei. Und sauschnelles Rad. Aber auch verdammt hart und gut. Chiaro Disc. So der eigentlich der Einstieg ins Rennrad, ne? Chiaro. Bei Simplon vielleicht, ja. Bei Simplon, ja. Ein sehr komfortables Rennrad. Jetzt nur noch als Disc-Variante erhältlich, nicht mehr als Non-Disc-Variante erhältlich. Und das machen jetzt alle mit diesen integrierten Kabelführungen im Headset. Aber ansonsten auch keine großartigen Änderungen, soweit uns bekannt. Jetzt kommen wir zum Bustys Favorite. Nicht ganz. Mr. T, ne? Mr. T. für den schnellen Weg zum Einkaufen. Zum Inizio Gravel. Mhm. Genau. Gravelrad wurde ja eigentlich letztes Jahr schon vorgestellt, ist, wie gesagt, noch nicht wirklich lieferbar gewesen. Kommt jetzt dann so langsam. Deswegen auch wieder der Appell, wenn ihr so ein Rad wollt, bitte früh genug sich informieren und eigentlich schon bestellen. Weil im Endeffekt die Leute, die es haben wollen, werden jetzt auch die erste Charge schon mal abgreifen. Also es ist ein sehr begehrtes Rad. Was auffällt, es gibt kein Inizio mehr in der Straßenausstattung oder in der Tourausstattung. Ja. Es gibt nur noch Inizio Gravel. Genau. Und das zeigt so ein bisschen den Trend Richtung Gravel. Also Gravel hat sich überall irgendwie durch. Ja. Ist ja aber auch cool, weil ein bisschen alltagstauglicher, ein bisschen universeller einsetzbar in irgendeiner Form. Man kann aus dem Gravel auch ein Tourbike machen, wenn man Böcke hat. Geht es eigentlich über einen Konfigurator, dass du da das Gravel dann mit Grabenlenker nehmen kannst? Das weiß ich nicht, weil noch kein Konfigurator online ist. Das stimmt. Aber erstmal würde ich sagen, nein, weil die Gravel-Variante war ja die Variante ohne eigentlich ja. Gradlenker. Springen wir mal kurz zu den fast schon Standard-Treckenradmodellen. Die gibt es ja immer noch. Die gibt es immer noch, ja, aber hier ändert sich nichts. Silkarbon, Spotlight, also die Silk- und Spotlight-Varianten, diese Trekking-Räder von Simplon bleibt alles gleich. Es gibt auch überhaupt keinen Grund, irgendwas zu ändern, weil dieses Rad perfekt funktioniert, gut läuft. Also von daher gibt es hier überhaupt keinen Grund, irgendwas zu verändern. Also wer ein leichtes Trekkingrad sucht, ist bei dem Spotlight, also beim Silkarbon, sehr gut aufgehoben. Spotlight hat gerade wieder noch einen Test gewonnen. Von daher auch selbst, wenn der eine oder andere sagt, das ist aber ganz schön teuer im Vergleich zu anderen Trekkingrädern. Ja, aber schaut euch die Werte an, schaut euch den Rahmen an. Ja. Das ist das, was grundentscheidend ist. Und genau dafür haben sie gerade den Testergebnis bekommen. Und wie du schon sagst, den Rahmen anschauen, gerade beim Spotlight ohne Schweißnähte. Also ihr seht da keine Schweißnähte. Das Einzige, wo ihr welche seht, sind unten am Tretlager. Aber da guckt man selten hin. Aber oben am Rahmen ist alles schön clean. Und das ist eben auch das, was Simplon ausmacht. Und ihr seid also jetzt nicht irgendwie falsch verstehen, ihr kriegt schon Updates, also quasi die Updates der neuen Schaltung der aktuellen Generation, aber der Rahmen des Rad an sich bleibt immer gleich. Aktuell, ja. Gut, dann kommen wir zu einer kleinen Überraschung. Noch nicht? Noch nicht, erst die normalen Razor Blade. Mountainbike-Schiene, genau, Razor Blade SL, also quasi Superlight-Variante. Bleibt sich komplett gleich, ist halt auch einfach der Rahmen, das sieht man, erkennt man sofort mit leichten gelben, dezenten Sachen mit dran, das ist dann immer die SL-Variante und die normale Razorblade 3-Variante ist dann weiß-schwarz oder rot-schwarz. Habe ich in letzter Zeit häufiger sogar rumfahren sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich finde es auch im Vergleich zum alten einfach ein schönes Rad, es ist klar mit diesen Kanten und allem, finde ich klasse, gefällt mir sehr gut und kommt auch sehr gut an bei unseren Kunden.
Und auch, wie gesagt, selbst im Bikepark habe ich schon ein, zwei gesehen. Also das ist schon ziemlich krass. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Genau, zum Cyrex. Eins der Marathon-Folies auf dem Markt, würde ich sagen. Ja. Und das, ich hätte nicht gedacht, dass sie das verändern. Ich hätte vielleicht die Vermutung gehabt, dass sie da einen Motor reinbauen. Ja? Also das wäre... Stefan hat es ja schon mal ansatzweise raushören lassen, dass sich was verändert im Mountainbike-Bereich. Ich hatte gehofft, dass es eigentlich ein 29er Enduro rauskommt. Vielleicht kommt es auch noch. Also als Mid-Season-Modell oder so, ja. Vielleicht, ja, Mid-Season-Modell, 29. Und ich glaube, selbst bei euch, die Leute, die da arbeiten, also bei Simplon, da würden einige das auch fahren. Aber jetzt kommen wir hier zu einem Downcountry-Rad. Also quasi Simplon folgt da einem aktuellen Trend. Das heißt, ihr habt ein Rad mit relativ wenig Federweg, was aber auch einiges aushält und mit dem ihr auch potent bergab fahren könnt. Und man sieht schon so auf den Bildern jetzt, es ist sehr stark nach vorne orientiert. Also es ist ein sehr sportliches Rad und mit 120 mm dann eher als Downcountry. Gibt es also 100 mm Fahrwerk, genau. Und mit optional auch 120. Da wirst du einen anderen Chip haben, also einen anderen, eine andere Umlenkung wahrscheinlich. Und dann kannst du da die 120 mm. Ah, ich glaube nur die 120 als Downcountry. Hast du einfach wahrscheinlich einen größeren. Philipp, ja. Oder der hängt ein bisschen anders rum, dass du einen größeren Dämpfer reinmachst. Also es wird sich dann noch zeigen, wir stellen es dann auf jeden Fall nochmal vor. Aber auch wieder ganz cleaner Rahmen, ne? Also schaut überhaupt nicht so viel nach Fully aus, wie normalerweise ist es ein Viergelenker, sondern wirklich so ein schön, gerades, pfeilschnelles Ding. Finde ich sehr schick, gefällt mir sehr gut. Absolut. Ja. Auch die Optik finde ich sehr gelungen. Ja. Ist mit diesem Matt, was da so rüberkommt, schau auch hier bei dem Ministio, ja, genau. Echt schön aus. Die Klassikreifen drauf. Ja. Also von daher, sehr schönes Ding. Ja. Ja, das waren sozusagen das ist die Kollektion 2021 bei Simplon. Und was fällt auf? Das ist gestrafft worden, das Ordiment. Also wir haben viele Sachen sind rausgeflogen, vor allem viele Non-E-Bikes sind rausgeflogen. Und die bestehende Modellkollektion ist einfach ein bisschen, also es hat sich im Detail nichts verändert. Ja. Und meine Vermutung, da gebe ich fast jede Wette eingehen, ist, dass es bei allen oder bei den meisten Fahrradherstellern genau gleich bleiben wird. Denn wir wissen von Bosch, wir wissen von den Zulieferern, dass es keine große Innovation geben wird. Also es wird jetzt nicht irgendwas raushauen können, weil es einfach nicht so viel gibt in der Form. Also meine Vermutung ist, dass es einfach genauso wie bei Simplon sein wird, wie bei allen anderen, dass sie einfach die Modellkollektion ein bisschen straffen werden und bestehende, gut laufende Modelle weiterziehen werden. Genau. Ja. Und von daher, der dringende Appell nochmal, ich weiß, es kann ein bisschen nerven jetzt in dem Video, aber es war so schade, wenn dann jemand vor dir steht, der sagt, ja, ich will gerne dieses Fahrrad kaufen, ich habe schon voll viele Touren geplant und so und das einfach mit machen. Und dann musst du sagen, ja, die Touren kannst du ja speichern. Genau, bis nächstes Jahr. Denn du hast 3 Monate Lieferzeit und dann ist halt schon Oktober. Ja. Ja. Und das ist halt einfach echt Müll. Deswegen... Beschäftigt euch jetzt mit dem Fahrradkauf, bestellt jetzt schon die Modelle, dass die dann nächstes Jahr zu Saisonstart ihr sie schon habt. Ja? Und dann gibt es auch keine langen Gesichter. Es ist stressfrei jetzt am Ende des Jahres und so weiter. Das hat viele Vorteile. Ja, definitiv. Ja? Von daher, wenn ihr das bei Fitbikes machen wollt, dann sehr gerne unter dem Video in die Videobeschreibung schauen und dort einen Termin ausmachen bei uns. Ja, dann schauen wir uns das gemeinsam an, was das perfekt passende Fahrrad für dich ist. Wenn ihr woanders herkommt, dann schaut auch gerne bei unseren Partnern vorbei. Das sind Partnershops, die wir empfehlen, weil es aber saugute Shops sind. Und beschäftigt euch jetzt mit diesem Thema Fahrrad. Ja, gibt es nichts weiteres dazu zu fügen. Genau. Ganz ehrlich. Also ein sehr appellstarkes Video. Ich hoffe, das war nicht zu nervig. Wenn ihr sagt, ja, ich würde gerne mehr Videos von euch sehen, coole Sache, dann gerne unten rechts auf Abonnieren klicken. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Vor allem nicht, wenn ihr die Glocke aktiviert. Das würde uns sehr freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, auch gerne einen Daumen hoch da lassen. Das ist so die YouTube, Der YouTube-Daumen. Der YouTube-Daumen. Der zeigt einfach, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja. Und dann sehen wir uns schon halt im nächsten Video. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.